Moin Leute und willkommen zurück zu Pokémon Trading Cards Game Online. Beim letzten Mal haben wir jemanden ordentlich die Suppe versalzen, könnte man so sagen. Ich weiß aber bis heute nicht, warum er sich so aufgeregt hat. Aus irgendeinem Grund mochte er unsere Mukui-Bude überhaupt nicht. Ich fand sie sehr, sehr nervig, hat sie als sehr, sehr nervig empfunden. Jetzt spielen wir gegen die gute Mimi 421. Hoffentlich wird die ein wenig entspannter drauf sein. Beim letzten Mal, ich fand das sehr komisch, den letzten Kampf. Denn eigentlich hatte der gute Mann einen großen Vorteil. Hätte er uns eigentlich besiegen können, hat aber trotzdem am Ende aufgegeben, weil unser Deck so, ach, so schlimm gewesen sein soll. Ich weiß bis heute noch nicht, warum der jetzt so ausgerastet ist. Aber gut, Mimi 421, vielleicht bist du ja ein wenig entspannter drauf. Wir werden es sehen. Sie fängt zumindest an. Das heißt, wir schauen mal, was wir auf der Hand haben. Okay, ist schon mal ein solider Anfang mit Macholo, Remoraid, Octillery. Das ist schon mal sehr, sehr solide, würde ich sagen. Legen wir auch mal direkt hin natürlich. Bräuchten jetzt am besten noch natürlich ein paar Energiekarten. Das wäre noch so der Shit. Ja, da würde ich mich aber richtig abfeiern, wenn wir das hinkriegen würden. Aber zuerst mal für den Anfang schon mal ein bisschen Draw-Support da. Schon mal eine kleine Pokécenter-Dame. Ist schon mal alles sehr, sehr gut. Kann man sich schon mal nicht allzu sehr beschweren. So, meine liebe Dame, dann zeig doch mal, was du kannst. Okay, Remoraid wird natürlich auch hingelegt. Und dann beenden wir den ersten Zug. Und schauen, was die gute Dame denn so hat. Aha, ein Sonfill. Oh, habe ich lange nicht gesehen. Suche einen... Okay, das ist sogar ziemlich gut. Ein guter Supporter. Okay. Okay, ist aber nicht sonderlich stark. Ist ein guter Supporter, aber sonst auch nicht viel. Ich glaube, es soll aber auch nur dafür da sein, wirklich die Spezialstärke-Energien, wahrscheinlich die Stärke-Energien ranzuholen. Gehe ich mal stark in der Annahme. Das wäre auch zumindest meine Vorgehensweise bei diesem Kampf. So. Schauen wir mal. Okay, Heiko. Für das Macholo wahrscheinlich. Ja. Okay, zumindest was das angeht, sind wir schon mal sehr ähnlich aufgestellt. Das gefällt mir ja schon mal ganz gut. Das ist schon mal sehr interessant. So, ein Rokara, das ist schon mal ganz okay. Kann ich schon mal hinlegen. Nur ich bräuchte halt jetzt wirklich Energiekarten. Also das wäre jetzt echt wichtig. Ich nutze mal kurz einen Levelball. Was haben wir denn noch so da? Glibunkel könnte ich mir natürlich holen. Stimmt, habe ich ja ganz vergessen. Glibunkel und Toxicroak könnte ich natürlich auch nochmal schön ranholen. Kann mal kurz gucken, habe ich denn alle Machomais am Start? Das ist sehr gut. Sonst ein Groudon, okay, Regirock, alles irgendwie am Start, was wir bräuchten. Glibunkel hole ich mir auch nochmal ran, einfach nur, weil wir es können. Und ich könnte jetzt eigentlich sogar den Flordelis nutzen, aber ich glaube, das Sonfill ist momentan wirklich das geringste Übel momentan, was vorne steht. Dementsprechend lassen wir das mal schön. Zwar kann sie sich jetzt ein bisschen supporten mit dem Sonnenofen, aber das soll mir recht sein. Das soll mir recht sein, zwar könnte ich dann Probleme haben in der nächsten Zeit. Na gut, müssen wir damit leben. Gleich haben wir zumindest ein bisschen Draw-Support und ich gehe mal dann auch stark von aus, dass wir dann auch Energiekarten bekommen. Wäre zumindest sehr seltsam, wenn nicht. Er holt sich erstmal zwei Stärke-Energien, ne? Ja, zwei Spezial-Energiekarten wäre seltsam, wenn das keine Stärke-Energien wären, ja. Da kommen sie schon ran. Sehr, sehr guter Supporter, das Sonfill, muss man doch schon sagen. Müsste ich möglichst schnell wegbekommen. Okay, jetzt haben wir erstmal natürlich viele Entwicklungen zu verbuchen. So, einmal das und einmal das. Und dann werde ich jetzt erstmal drawen, bevor wir den Brief nutzen, weil mit dem Brief haben wir dann wieder eine Karte mehr auf der Hand. Das heißt, wir könnten weniger nachziehen. Dementsprechend machen wir das jetzt. Haben ein bisschen Pech mit Energiekarten, würde ich mal behaupten. Jetzt haben wir jetzt den Brief bekommen, das ist schon mal ganz ordentlich. Aber sonst hält sich das doch relativ in Grenzen, würde ich behaupten. Legen natürlich die Energiekarte namens Mashok. Und könnten dann schon den Levelball eigentlich das Toxicroak schon mal ranholen, damit wir das schon mal auf der Hand haben. Beziehungsweise auf der Bank vielmehr. Machen wir das schon mal. Und via Hyperball könnten wir dann auch demnächst das Mashok ranholen. Aber das machen wir jetzt noch nicht. Da warte ich noch mal ein wenig ab. Und jetzt müssen wir den Zug wieder beenden. Ein bisschen blöd, dass wir in der ersten Runde noch keine Energiekarte ranlegen konnten. Das heißt, er hat jetzt natürlich einen guten Vorteil. Dadurch, dass er jetzt natürlich mit dem Sonnenofen auch ständig neue Spezialenergien und sowas ranziehen kann, könnte das gefährlich werden. Das Meditalis ist auch gefährlich. Denn das Meditier ist es ja noch, aber was wahrscheinlich bald zum Meditalis wird. Das Meditalis kann nämlich zweimal pro Runde angreifen. Und das ist ziemlich unangenehm, vor allem wenn Stärkeenergie dran liegt. Dann müssen wir es auf jeden Fall schnell wegkriegen. Und er hat schon direkt das Machomai. Wundert mich ein bisschen, dass er das nicht pusht mit Energiekarten. Da das ja eigentlich potenziell mehr Schaden machen. Wobei, ich weiß nicht, das Meditalis kann ja zweimal angreifen, kriegt dann auch die 20 Boost von der Stärkeenergie und die 20er Boost von Machomai. Weiß ich nicht so recht. Ist wahrscheinlich sogar stärker im Endeffekt. Werden wir sehen, werden wir schauen. Jetzt werden wir erstmal eine Energiekarte natürlich ranlegen. Logischerweise. Hyperball wäre jetzt eigentlich schon schlau zu nutzen. Denn Flordelis und Rokara, also wäre jetzt schlau zu nutzen, damit ich mit dem Octillery mehr nachziehen kann einfach. Deswegen mache ich das jetzt auch schon mal. So. Dafür kommen die beiden weg. Und ich hole mir das Machomai ran. Zack. Haben wir den schon mal am Start, den Kollegen. Legen wir natürlich auch schon mal rein, wird schon mal entwickelt. Und dann Abgrundtiefe Hand, damit wir was nachziehen können. Bekommen wir Energiekarten, das wäre
Perfekt, sehr schön. Regirock ist sogar am Start, sehr, sehr gut. Das heißt, das können wir auch schon mal hinlegen, sehr, sehr gut. Das heißt, wir würden jetzt schon mal 110 Schaden machen mit dem Machomai. Problem ist halt, er macht auch echt exorbitanten Schaden mit seinen Mons hier drüben. Allein dadurch, dass er das Machomai dran hat, die ganzen Stärkeenergien auf der Hand, wird gefährlich. Bis jetzt können wir aber nicht viel ausrichten, dementsprechend müssen wir den Zug beenden. Okay, schauen wir mal. Also ich glaube, na gut, bis auf das Machomai würde ich ja alles one-hitten. Zumindest auf seiner momentanen Seite gerade. Und das, oh, jetzt wird das Meditalis natürlich richtig hart in die Höhe gepusht. Da wäre es vielleicht sogar schlauer gewesen, den Flordelis noch auf der Hand zu behalten, um dann das Meditalis reinzuholen, damit wir das erstmal aus der Gefahrenzone, beziehungsweise in die Gefahrenzone bringen. So viel mehr. Okay, verbrannte Erde lasse ich mal auf der Hand, denn zum einen habe ich jetzt nicht unbedingt das große Bedürfnis, viele Energiekarten wegzuwerfen, und zum anderen hätte er natürlich dadurch auch einen Vorteil, dadurch, dass er eben auch die ganzen Kampfenergien hat. Deswegen warten wir da nochmal schön ab, ziehen nochmal mit dem Octillery was nach, denn Hyperball und sowas möchte ich noch gerne auf der Hand behalten. Machen wir das mal. Stärkeenergie, das ist schon mal sehr gut. Müssen wir gleich mal gucken, wo wir es ranlegen. Vielleicht an das Toxic-Quack, weil das, ne, würde dann auch potenziell 90 Schaden machen. Das wäre auch schon mal ziemlich solide. Jetzt wird erstmal Sonnenfell besiegt. Wäre schon mal ein guter Start. Und ich meine, ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, das Meditalis könnte zumindest mein Machomai nicht killen. Zumindest nicht in einer Runde. Wobei, ja, mit zwei Stärkeenergien könnte das sein. Ich glaube, das macht irgendwie 40 Schaden. Das wären 80, das wären also 160, weil es zweimal angreifen kann. Ja, jetzt kommt Metallico. Ich glaube, der würde mich killen. Ich glaube, der kann mich killen. Das wäre natürlich sehr, sehr unangenehm. Ja, und das ist genau das. Und wie viel macht es? 30. Okay, dann, warte, kurz durchrechnen. 30, 50, 70. Das würde ganz knapp nicht ausreichen, oder? 90. Ach, wegen das. Ich habe das Machomai vergessen. Ich bin voll Idiot. Okay, ich meine, hätte ich nichts dran ändern können. Ich habe nur einmal ein bisschen falsch gerechnet. Jetzt werde ich aber erstmal dann das Rokara reinlegen, weil ich brauche jetzt einfach eine Runde Platz sozusagen, damit ich jetzt noch eine Energiekarte ranziehen kann. Okay, Stärkeenergie kommt das Toxic-Fuck natürlich, damit ich damit vielleicht noch ein bisschen was angreifen kann. Dann überlege ich jetzt sogar, ob ich jetzt schon den N nutze, aber wohl jetzt schon den N zu nutzen wäre ein bisschen seltsam, also würde mir überhaupt nichts bringen. Hyperball zu nutzen, würde das was nützen? Ich überlege gerade. Ich könnte mit dem Hyperball natürlich noch einen Macholo ranholen. Das wäre eine Überlegung wert. Und dafür halt Octillery und Toxic-Quack wegwerfen. Oder die verbrannte Erde. Die verbrannte Erde weiß ich nicht, ob ich die überhaupt nutzen möchte. Weil er natürlich auch einen ziemlichen Vorteil dadurch hat, einfach. Er macht 90 Schaden, ne? Das heißt, er killt mein Rokara sogar. Er würde sogar meinen Rokara killen in der ersten Runde. Das heißt, ich müsste mein Toxic-Quack dann nachlegen, beziehungsweise müsste ich nicht unbedingt, aber... Ja, ja, ist ja gut. Wir warten erstmal ab. Das ist aber auch ein nerviger Typ. Also mit dem Sonnenfell Respekt habe ich endlich nicht erwartet, dass das so viel ausmacht. Meditalis ist natürlich auch mit zweimal Angreifen unglaublich stark, ne, dadurch, dass es dann eben zweimal diesen krassen Boost bekommt. Das ist schon ziemlich, ziemlich gute Lage, in der er ist. Meditalis habe ich glaube ich auch. Ich weiß aber, ich glaube aber nur einmal. Einmal glaube ich aber nur. Jetzt holt er sich noch ein zweites Meditalis ran. Also echt ein gutes Deck, was der gute Mann hier hat. Muss man wirklich mal betonen. Ich muss dann aber meine Octillery reinwerfen. Weil das Toxic-Fuck, das brauche ich halt unbedingt, damit ich das vielleicht sogar killen kann in der nächsten Runde. Aber vielleicht greift er jetzt gar nicht an. Doch, macht er, okay. Ja, ich muss jetzt wirklich mein Toxic-Fuck... Ich muss jetzt hoffen, dass ich eine Energiekarte bekomme, damit ich immerhin genug Schaden mache. Das Problem ist natürlich, dann kommt das nächste Meditalis um die Ecke. Das würde mich zwar nicht killen unbedingt. Okay, der Brief. Ich könnte jetzt probieren, mit dem Ende eine zweite Stärkeenergie ranzuholen. Probieren wir es mal mit der verbrannten Erde. Ich möchte jetzt nicht auf Risiko gehen. Dementsprechend, vielleicht bekomme ich eine Stärkeenergie. Ich habe ja nicht so viele, glaube ich. Ich glaube, ich habe nur drei. Oh, und wir bekommen sie. Nice. Hat funktioniert, der Plan. Das heißt, jetzt können wir 90 Schaden machen und können damit schon mal das erste Meditalis rausnehmen. Das wäre schon mal sehr, sehr gut. Können mit der Pokécenter-Dame das Toxic-Faktor nochmal heilen in der nächsten Runde, falls er dann keine Stärkeenergie mehr haben sollte. Gucken wir mal. Hyperball könnte ich jetzt noch nutzen, um mir noch ein Macholo oder sowas ranzuzüchten. Da könnte ich einen N für wegwerfen eigentlich. Einen N und das andere Toxic-Quack. Und hole mir dann
Macholo. Noch ein Remoraid für Draw Support. Ich glaube, das Remoraid wäre sogar eigentlich schlauer an diesem Punkt, oder? Ich habe in letzter Zeit relativ wenig mit Remoraid gespielt, beziehungsweise generell mit Octillery wenig gespielt. Ich glaube, es wäre gar nicht mal so blöd, wenn man das jetzt mal übernehmen würde. Jetzt wird erstmal natürlich das Meditalis besiegt. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das ist schon mal ein sehr, sehr großer Threat, der dadurch jetzt wegfliegt. Stimmt, ich mache sogar 100 Schaden wegen des Regirox natürlich. Aber trotzdem war die Energiekarte, die Stärkeenergie sehr wichtig. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn er jetzt nochmal eine Stärkeenergie hat. Also er kann ja zweimal angreifen, habe ich ganz vergessen. Oh. Er kann ja zweimal angreifen, ich Trottel. Der hat echt ein gutes Deck, oder sie hat ein gutes Deck, ich weiß es nicht. Sehr, sehr stark. Die Sache ist, der kann mich dementsprechend ja bei meinem Regirock, weiß ich gar nicht genau, der würde meinen Regirock nicht two-hitten. Das heißt, ich könnte vielleicht das Meditalis mit dem Regirock noch rausnehmen, wenn ich die ganzen Energiekarten da drauf in Anführungsstrichen verschwenden wollen würde. Muss ich aber eigentlich sogar, denn er hat ja nur noch zwei Preiskarten danach. Okay. Dann wird er mich two-hitten, leider. Okay. Ich glaube... Oh, Entschuldigung. Ich glaube, das wird eng. Nicht nur eng, das wird eigentlich so gut wie unschaffbar, weil er kann mich jetzt halt killen und dann meinen Regirock schon mal auf 90 runterziehen. Alter, wie viele Stärkeenergien hat er denn? Achso, er hat Energieaufbereitung gemacht, ne? Oder Spezialaufladung, okay. Ich glaube, ich werde jetzt meinen Remoraid reinwerfen, weil er hat halt nur noch zwei Preiskarten und ich muss jetzt irgendwie einen Weg finden, das hier vielleicht noch rumreißen zu können. Nein, das war dumm. Wobei, das war... War das blöd? Ja, eigentlich schon. Weiß nicht. Es macht keinen großen Unterschied einfach. Es macht leider keinen großen Unterschied. Ich probiere mal mit N noch was rauszuholen. Ich weiß nicht. Vielleicht haben wir Glück und bekommen noch ein Macholo oder so. Ich weiß es nicht. Starkes Deck hat unser Gegenüber. Echt ein starkes Deck. Ich muss jetzt alles versuchen, was in meiner Macht steht. Nee, das sieht nicht gut aus. Das sieht leider nicht gut aus. Die Sache ist, er kann mich halt jetzt killen, ne? Ich hätte vielleicht, ich glaube, ich hätte gar keine Möglichkeit mehr gehabt, das Regirock überhaupt rauszuholen aus der Gefahrenzone. Deswegen, gut gespielt, meine Liebe. Sehr, sehr gut gespielt. Starkes Deck. Sehr, sehr starkes Deck. Ist meinem sogar relativ ähnlich. Das heißt, ich könnte eigentlich statt... Wobei, ich finde das Toxicwack eigentlich schon ziemlich gut. Das ist halt eher defensiv, aber das finde ich eigentlich gar nicht so schlimm. Ich bräuchte vielleicht einfach mehr Stärkeenergien im Deck. Vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht. Ja komm, Junge. Ich meine, es ist doch offensichtlich, dass du gewonnen hast. Wieso musst du jetzt hier noch so ein Spökes machen? Nur noch um anzugeben wahrscheinlich, ne? Nur um anzugeben. Aber gut. Mach ruhig. Das Meditalis ist halt echt stark, ne? Vor allem mit dieser Combo, dass es zweimal angreifen kann, dann noch mit Macho mal hinten drin. Mit den Stärkeenergien ist schon ziemlich stark. Respekt! Hast du gut gespielt. Dementsprechend möchte ich mich auch gar nicht beschweren, dass ich hier verloren habe. Dementsprechend direkt weiter in den nächsten Kampf, denn wir haben noch genug Zeit. Wir haben auf jeden Fall noch genug Zeit. Verfügbare Gegner werden gesucht. Aber trotzdem finde ich das Kampfdeck eigentlich nicht schlecht. Ich finde unser Kampfdeck eigentlich nicht schlecht. Ich habe jetzt eigentlich, also wenn wir das mal jetzt mit dem vergleichen, was er hatte, hatte ich eigentlich nur statt des Meditalis, hatte ich einfach nur einen Toxicwack. Eigentlich war das der einzige Unterschied bei dem Deck und er hatte natürlich wesentlich mehr Spezialenergien. Aber im Endeffekt war das eigentlich der einzige Unterschied und es war, na gut, so knapp war es jetzt nun wirklich nicht. Allein schon, hätte ich vielleicht den Floridis am Anfang behalten, da hätte es vielleicht einen Unterschied gemacht. Aber jetzt machen wir erstmal weiter. Mit einem Macholo direkt am Anfang, das ist schon mal sehr gut. Das gefällt mir. Vielleicht sollte ich jetzt den Floridis ein bisschen aufsparen. Man weiß ja nie, wofür man ihn brauchen könnte. Man weiß es ja nie. Dementsprechend warten wir dann nochmal kurz ab. Und werfen den nicht gleich mit dem Hyperball raus. Vielleicht, ich meine, wir haben auch noch einen Brief am Start. Das heißt, vielleicht können wir da eher, weiß nicht, zwei Energiekarten rauswerfen für den Hyperball oder sowas. Vielleicht brauchen wir den ja gar nicht rauszuwerfen. Ich weiß es nicht. Vielleicht nutzen wir auch den N gleich. Ich habe keine Ahnung. Wir schauen mal. Und sehen, was passiert. Den guten X-Search. Mit einem Wassernormal-Deck. Okay. Das sieht ja auf jeden Fall noch in Ordnung aus. Ich werde jetzt, glaube ich, direkt mit den Heiko nutzen. Für das Macholo. So, damit das Mashok schon mal am Start ist. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, im Zweifel könnten wir sogar das Machomai direkt nutzen, gleich in der dritten Runde. Brief vom Professor muss ich ja jetzt noch nicht unbedingt einsetzen. Genau, den Hyperball auch so, genauso wenig. Dementsprechend warten wir mal ab. Und schauen, was passiert.
Wir warten nicht, wir starten, was immer auch geschieht. So, das Regice ist natürlich ein X-Counter, das soll mich nicht stören. Ich habe ja eigentlich nur, also das einzige X-Mann, was mir wirklich was bringt, ist das Regirock und das habe ich ja eigentlich immer nur auf der Bank liegen. Dementsprechend soll mich das Regice eigentlich nicht nur sehr, sehr wenig stören. Schauen wir mal. Okay, das Otaro, ich weiß nicht, wie die Endentwicklung von dem aussieht, von dem Otaro. Deswegen weiß ich nicht genau. Oh, okay. Was jetzt hier am Start ist, das Regice möchte er nach vorne bringen, okay. Ist in Ordnung. Stärkeenergie, sehr, sehr schön. Und ein Levelball, ja, okay. Ich hätte jetzt eigentlich gehofft, dass ich mit dem Hyperball mir meinen Kollegen ranholen kann, meinen Mashok. Mein Machomai natürlich. Das ist natürlich ein bisschen blöd, dass das jetzt ein bisschen flach fällt, beziehungsweise ausfällt. Ich will jetzt erstmal die beiden hinlegen, dann die Stärkeenergie nutzen, so. Damit wir das schon mal haben. Und dann könnte ich eigentlich den N nochmal nutzen. Denn, klar, Levelball wäre noch ganz interessant. Pokésenderdame ist auch ganz gut, aber ich bräuchte jetzt, also, ich möchte schon zumindest die Möglichkeit haben, einen Machomai zu haben. Okay, das ist schon mal der Hyperball, das wäre schon mal sehr, sehr ordentlich. Ich glaube, ich werde aber jetzt einfach angreifen. Denn, ja, jetzt habe ich auf jeden Fall die besseren Möglichkeiten. Und ich habe vor allem auch gerade keine Energiekarten, mit denen ich jetzt potenziell das Machomai, was ich denn reinholen würde via Hyperball, dann auch nutzen könnte. Dementsprechend jetzt einfach Niederprügler, macht schon mal 60 Schaden, damit ist das Otaro weg. Ist schon mal ein solider Anfang. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen Angst vor dem Regice. Denn das Regice... Oh, perfekt. Das ist natürlich super. War wohl die richtige Wahl, die ich gerade getroffen habe. Das Regice hat halt 120 KP. Wobei, ich kann das auch one-hitten. Ich kann das halt auch one-hitten. Das ist halt die Sache. Denn ich mache ja mit dem Mashok, mit dem Machomai, 80 plus 20 durch seine Selbstgebooste. Dann plus 20 durch die Stärkeenergie. Das heißt 120. Ist auf jeden Fall sehr solide. Evo-Brause noch viel besser. Das ist ja richtig schön hier gerade, was hier gerade abgeht. Machomai, komm mal bitte nach vorne. Ich habe da was mit dir zu bereden. Ganz, ganz schnelle Sache. Dann nochmal kurz Pokécenter-Dame, Sodele. Damit das Machomai wieder ordentlich in Schuss ist. Dann den Brief vom Professor genutzt, damit wir das schön noch gepusht kriegen. So, Sekunde. Könnt ihr jetzt sogar noch den Hyperball nutzen, um das Regirock ranzuholen. Oder ein Octillery. Ich glaube, ich warte damit noch ein bisschen ab. Ich warte nochmal kurz ab. Denn wir haben ja alle Zeit der Welt. Das Regice wird jetzt erstmal besiegt. Gut, das ist schon mal sehr gut. Haben wir schon mal einen großen Spread weg und drei Energiekarten, die er daran gelegt hat. Das heißt, er hat auf jeden Fall jetzt ist ein wenig im Rückstand, möchte ich behaupten. Schauen wir mal, was jetzt kommt. Sehr, sehr guter Anfang auf jeden Fall. Haben wir auch sehr, sehr viel Glück gehabt. Vor allem mit dem Brief vom Professor, dass wir den gerade aus den Preiskarten gezogen haben. Möchte ich nicht behaupten, dass das geplant war. Sagen wir es mal so. Okay, das ist natürlich jetzt einfach nur hingeworfen. Ich muss eine Handkarte ablegen. Unter mein Deck. Ja, ein Okara brauche ich nicht. Okara brauche ich ja nicht, denn er hat ja offensichtlich keine X-Mons. Dementsprechend soll mich das nicht stören. Yay! Kollege, Mensch. Wieso könnt ihr nicht einfach mal durchspielen? Warum? Ich verstehe diese Welt nicht mehr. Okay, dann würde ich aber sagen, der Part ist ja gleich vorbei. Dementsprechend können wir mal schnell und ganz flugs einen Booster-Pack öffnen. Sodele. So, ich hätte sogar noch ein Dampfkessel-Pack, was ich öffnen könnte. Nehmen wir nochmal das Dampfkessel-Pack. So, und ein Turbo-Fieber ist auch noch am Start. Das heißt, Dampfkessel, komm mal her. Ich musste gerade fünfmal testen, ob das wirklich nicht tauschbar ist, weil sonst wäre das natürlich eine absolute Verschwendung. So, schauen wir mal, was wir bekommen. Vielleicht was Neues. Bisher haben wir alles einen Klick. Oh, okay. Seltsames Artwork, okay, alles klar. Und Scampisto mit Holo. Ne, Reverse Holo ist das, glaube ich, nicht. Ich weiß gar nicht genau. Okay, sonst haben wir alles. Nichts Interessantes. Und was haben wir hier? Ein Atmurai, nochmal. Okay, warum nicht? Okay, würde ich aber sagen, nochmal das Turbofieber ausgepackt, wenn wir schon mal dabei sind. Zeig mir, was in dir steckt, liebes goldenes Quajutsu. Okay, bisher alles, was wir schon haben. Pionskora ist neu, okay, interessant. Warum nicht? Oh, Gyarados Geistesbund, das ist doch gar nicht so schlecht. Wenn ich dann Mega Gyarados und ein Gyarados, wobei ein Gyarados X habe ich, glaube ich, sogar. Mega Gyarados, können wir gleich mal nachgucken. Jetzt erstmal, was wir bekommen, Meganie, aha. Wenn dieses 50 oder weniger für meine Quer hat, für diese Angriffe. Oh, das ist sogar ziemlich stark. Dafür, dass Meganie in den RPGs immer richtig schlecht ist. Ich kann gerade nicht, sorry. Heile bei den Punkten, genauso viele Stunden, ne? Okay, das ist ziemlich stark. Was haben wir hier? Psyana X, oh, mit einem ziemlich coolen Artwork. Zwar nicht Full Art, aber das gefällt mir eigentlich sogar besser als das Full Art, muss ich sagen.
Sieht cool aus. Okay, ich würde sagen, dann beenden wir den Part jetzt hier, bevor jetzt ich gleich nochmal herausgefordert werde. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit, bis zum nächsten Mal und wie immer, bye bye.